Morgen, ein neuer Tag im Garten. Ich habe mich jetzt hier schon bewaffnet, einmal mit unserer Saat, die wir heute sehen wollen. Als erstes haben wir einen neuen Topf für die Kapuzinerfresse hingestellt, weil der alte zerfroren war. Dann haben wir eine Eiche. Zwei Eichen? Ja, zwei Eichen. Das sind alles Bäume, die wir in Bonsai-Form schneiden wollen. Dann kommen Kiefern, die wollen wir auspflanzen. Das ist eine Eberesche. Dann haben wir da Birken. Und das ist noch eine Birke. Das hier ist eine Preisebeere. So, auf dem gehackten Beet im Gewächshaus haben wir jetzt Rillen einfach gemacht und alle 5 cm kommt jetzt ein Saatkorn. Vielen Dank. Und dabei versuche ich nicht unbedingt drauf zu treten, da die Körner da nicht, die Saat nicht aufgehen kann. So, 3 Reihen sind jetzt mit den Riesenradieschen und jetzt kommen noch 2 Rollen rein mit Radieschen Rudi, das sind ganz normale. Das sind Treibradieschen. Na gut, Treibradieschen. Und die müssen auch keine 5 cm Abstand haben. Das kann ein bisschen weniger sein, dadurch, dass die ja bei weitem nicht so groß werden. So, mit der Hacke gehe ich jetzt einfach so ein bisschen drüber. So, und ganz mal gucken, ob das richtig war. Einfach so ein bisschen, ja genau. Und kann die Rillen so dann ein bisschen verschließen. So, dass wir keine Körner mehr sehen. Ne? Wir dürfen nicht zu viel Erde darüber tun, denn dann dauert das auch zu lange, bis sie aus der Erde kommen. So, jetzt kann man ganz vorsichtig einfach die Radieschen begießen. Und jetzt kann die Luftpolsterfolie unten drauf, die ihr gestern ja schon gesehen habt, mit den Bläschen nach unten, also die glatte Oberfläche nach oben, einfach oben drauf legen und dann keimen die Radieschen nämlich besser. Da kommt auch was. Petersilie war das jetzt. Das ist Petersilie. Ja. Und das hier im Gewächshaus. Das ist schon mal gut. Das finde ich ja klasse. So, ich habe jetzt die Plastiktöpfe in den Boden ein bisschen eingebuddelt. Und dann Anzuchterde rein. Und wieder Seedshells. 2-mal Petersilie, 4-mal Chili-Paprika. Wir sind allerdings der Meinung, dass die ein bisschen länger brauchen, um wirklich aufzugehen, als wenn wir die jetzt gesät hätten. So, der Zaun ist jetzt fertig, beziehungsweise dieses Wellplastik. Und auch eigentlich nur auf der Gartenseite, also da, wo ich jetzt auch gerade stehe. Mache ich jetzt erstmal Mittagspause, die Sonne scheint mir ein bisschen ins Gesicht. Genau, es ist jetzt, keine Ahnung, 12 Uhr oder so. Wir haben heute Morgen angefangen, aber auch erst relativ spät. Und dann gehe ich jetzt erstmal rein und mache Mittagspause und dann gibt es noch lecker Essen. Genau, und dann sehen wir uns nach dem Mittag wieder. So, die Mittagspause ist ein bisschen länger geworden. Es ist jetzt, glaube ich, um 4 Uhr rum circa. Und das liegt daran, dass meine kleine Cousine noch da war und wir eben mit ihr den ganzen Nachmittag gespielt haben. Und außerdem haben wir noch den Kassensatz auf dem Beet verteilt oder eben aus unserer Erde, um den einfach als Dünger zu verwenden. Später soll man den auch als Schneckenschutz verwenden können. Mal schauen, ob das so funktioniert. Stand auf jeden Fall im Internet und ja, dann sehen wir mal, ob das klappt. Und genau, das wird dann ja nochmal durchgefräst, die ganze Erde hier. Und dann verteilt sich das Ganze ja noch ein bisschen mehr, dadurch, dass meine Cousine halt geholfen hat und das etwas punktuell aufgetragen hat.
Und genau, dann werden wir gleich noch ein bisschen was sehen und mal schauen, ob ich da noch Lust habe, noch weiter an dem Zaun zu arbeiten, weil wir uns jetzt dafür entschieden haben, den hinten, also Richtung Feld, auch nochmal hinzubauen. Dadurch, dass die Gräser letztes Jahr, die Stangenbohnen, die da stehen sollten, ja nicht wirklich haben wachsen lassen. Und genau, deswegen kommt da eben nochmal der Zaun hin. Und das ist so noch der Plan für heute oder für morgen früh. Im Frühbeetkasten werde ich jetzt erstmal einen Haken und dann werde ich noch rein langziehen. Und die müssten immer in Nord-Süd-Richtung sein, damit das Licht da richtig raufkommt. Gut, jetzt schütte ich die Rillen einfach nur so ein bisschen zu, also bedeckt die mit Erde, damit die gut keimen können. So, vor dem Staudensellerie habe ich jetzt hier Blumenkohl gesät, fast die ganze Reihe, der Rest ist Spinat. Dann kommt Kohlrabi, dann Mairüben, da hinten sind wieder die Radieschen Rudi, die wir auch schon im Gewächshaus haben. Da hinten ist dann noch der Lauch, der ganzjährig hier steht und Spinat. Und jetzt kommen einfach nur die Fenster, diese Türen eben. Wieder oben drauf. Auf die normale Erde mit ein bisschen Gudüng vermischt. Kommt jetzt noch Anzuchterde. Dann kann man das Ganze noch so ein bisschen vermischen. Und dann kommen da die Lichtkeimer rauf. Und zwar, welche waren das? Majoran wollen wir sehen. Gut, darauf verteile ich jetzt die sehr feine Majoransaat. Aber Vorsicht! Und jetzt kommt dieser Kasten einfach ins Gewächshaus. Da muss noch ein bisschen Wasser rauf. Und dann wollen wir die auch noch ein Stück zudecken. Aber wir haben da ja Folie. So, ich begieße jetzt ganz vorsichtig, beziehungsweise habe gerade schon eine Schicht Wasser rauf und begieße das gleich nochmal, damit eben die Saat, also damit das Wasser erstmal durchziehen kann und die Saat dann eben da bleibt, wo sie jetzt ist und nicht an eine Stelle rutscht. Jetzt kommt wieder Luftpolsterfolie oben drauf, damit das Ganze eben ein bisschen besser geschützt ist und wärmer bleibt. Wir machen jetzt auch schon Feierabend. Wir haben ein bisschen weniger geschafft, als wir eigentlich wollten. Aber gut, dafür haben wir eben einen netten Nachmittag mit meiner kleinen Cousine verbracht. Und was ich euch hier noch erzählen wollte zum Gewächshaus, und zwar stehen hier immer zwei Gießkannen voll mit Wasser. Das hat zwei Gründe. Zum einen dienen sie dafür, dass eben hier die Luftfeuchtigkeit immer erhalten bleibt und dass ihr eben einfach die Luft feuchter ist als ohne. Und wenn es mal draußen friert, dann ist das auch so ein bisschen der Wärmespeicher, dass eben dann einfach die Wärme von dem Wasser eben hier übergeht und das nicht ganz so kalt wird, als wenn das Wasser eben hier nicht drin wäre.
Und genau, das waren dann die abschließenden Worte. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und die nächsten Vlogs werden hoffentlich ein bisschen spannender, dadurch, dass wir dann ja ein bisschen mehr machen können. Und wenn wir dann irgendwann auch im Sommer nochmal wirklich... wenn wir dann wirklich im Sommer dann auch ernten können und daraus kochen können und Tee machen, also einfach unsere Kräuter trocknen, Kräutersalz, Liköre und was auch immer, was wir da alles so anstellen können, da kann man ja durchaus ein bisschen was machen und dann wird es auch nicht ganz so langweilig wie jetzt hier einfach nur sehen, weil es ja relativ viel gleich ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr das halbwegs interessant fandet, das Video, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Und auch wenn ihr irgendwelche Tipps oder Anregungen habt für die nächsten Vlogs. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!